Baby, der Podcast für besseren Sex. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr uns hört. Es ist wieder Oh Baby Quickie Time und ich bin Isa. Und ich bin die Maya. Hi, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr uns wieder runtergeladen und wir bei euch zu Hause sein dürfen oder im Auto oder wo auch immer ihr gerade seid. Wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Wir haben eine Sprachnachricht von einer Hörerin bekommen. Die hatte eine nicht ganz so schöne Erfahrung. Und da sie das selbst so schön beschreibt, würde ich sagen, liebe Isa, hören wir mal kurz rein, oder? Hi. Ich habe vor ein paar Wochen eine Story erlebt, die ich euch erzählen wollte. Sie ist im Nachhinein schon relativ witzig, aber war in dem Moment vielleicht auch nicht ganz so cool. Und zwar habe ich mich mit einem Typ getroffen, der mir mal seine Nummer gegeben hat in dem Restaurant, in dem ich arbeite, ungefähr vor einem Jahr. Und vor ein paar Wochen habe ich mich dann mal mit ihm getroffen, weil ich hatte ihn ganz heiß in Erinnerung. Ich hatte so das Gefühl, dass er so Anfang, Mitte 30 wäre. Und er hat mir dann am Telefon auch gesagt, dass er 35 ist, aber erst nachdem ich gesagt habe, dass ich 19 bin. Also hat er mich wahrscheinlich angelogen, was mir aber auch erst im Nachhinein aufgefallen ist. Jedenfalls haben wir uns dann getroffen und ich habe ihn erstmal nicht erkannt, weil er innerhalb eines Jahres ungefähr gefühlt um 10 Jahre gealtert ist. Also denke ich, dass er wirklich so Anfang, Mitte 40 schon ist. Aber ich habe mich trotzdem, also habe trotzdem dann ein Bier mit ihm getrunken, weil er war ganz sympathisch und er war trotzdem attraktiv, auch wenn er echt alt aussah. Wir haben uns dann ganz gut verstanden, haben uns irgendwann auch geküsst und dann ein bisschen rumgeknutscht. Und dann meinte er schon so, ja, ich wohne ja hier in der Nähe, aber wir können nicht zu mir gehen, weil mein Cousin ist zu Besuch. Und dann war ich auch schon so, wahrscheinlich hat er eine Frau und Kinder zu Hause oder so. Aber auch das habe ich in dem Moment nicht realisiert, weil man ja dann schon relativ naiv ist und irgendwie alles erstmal glaubt, was er erzählt. Im Nachhinein natürlich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann halt nicht, ne? Und dann meinte er, ja, aber ich bin mit dem Auto da und ich fahre dich nach Hause und wir können ja irgendwo halten, wo wir ungestört sind. Und ich so, ja, okay. Ja, und dann sind wir irgendwo in so ein Waldstück gefahren, auf einem Parkplatz, wo niemand war. Und haben dann auf der Rückbank weiter rumgemacht. Und dann hat er wurde dann so ein bisschen grob, also er hat mir so an den Haaren gezogen, hat in meine Nippel gebissen und mich ein bisschen gewürgt. Und eigentlich finde ich das ein bisschen geil, also ich stehe da schon ein bisschen drauf. Aber bei ihm hatte ich einfach kein gutes Bauchgefühl. So. Und ich habe gelernt, mich auf mein Bauchgefühl zu verlassen. Zumal das ja eh schon so eine sehr schwierige Situation war, da im Wald irgendwo mit einem sehr viel älteren fremden Typen rumzustehen. So, der hätte sonst was mit mir machen können. Dann meinte er, ja, ich beug dich über die Motorhaube und so Sachen und ich gehe jetzt noch mal schnell pinkeln, mach dich schon mal frei, aber vorher zeige ich dir noch meinen Schwanz. Und dann holt er seinen Schwanz raus und wirklich, der war sehr, sehr klein. Also, kennt ihr das, wenn Männer so den Kopf nehmen und den einfach so draufstecken, also so einfach reinhämmern? Ich hasse es total. Aber er hat das gemacht und es ist nichts passiert. Ich habe nicht ansatzweise gewürgt, weil das Ding hat einfach so in meinen Mund reingepasst. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie klein der war. Und dann ist er pinkeln gegangen und hat gesagt, ja, mach dich schon mal frei. Und ich so, zieh so meine Schuhe an, zieh meine Jacke an, setz mich wieder ins Auto. Und dann kommt er so zurück, Hose offen, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich gesagt, ja, ich will doch nicht, kannst du mich nach Hause fahren? Und dann hat er erst so, ja, warum, was ist denn los? Hat versucht, so nett zu sein. Und als ich dann gesagt habe, ich muss mich nicht rechtfertigen, ich habe kein gutes Bauchgefühl, fahr mich nach Hause. Da wurde er dann richtig pissig und hat dann angefangen, mich auch so ein bisschen zu beleidigen und so zu sagen, ja, hättest mir ja wenigstens noch einen blasen können und so. Wurde dann richtig asozial und da wurde ich dann auch richtig angepisst. Allerdings hat er mich dann tatsächlich nach Hause gefahren, natürlich nicht direkt nach Hause, ich wollte nicht, dass er weiß, wo ich wohne. Und hat sich dann auf dem Weg noch entschuldigt und rumgeheult und wollte unbedingt ein zweites treffen. Und ja, also so viel zu meiner Story mit älteren Typen. War ein ziemlicher Reinfall, kann ich nur sagen. Als allererstes möchte ich jetzt mal loswerden. Mädel, du hast genau das Richtige gemacht. Und es gibt so viele Frauen, die sich davon was abschneiden können, weil sich ganz viele nicht trauen, auf ihr Bauchgefühl zu hören und etwas über sich ergehen lassen, weil sie sich denken, komm,
jetzt bin ich schon hier, ich bin ja mitgegangen, ich wollte es ja auch. Wenn ich jetzt das Ganze ablas und jetzt doch Nein sag, was denkt der dann von mir? Und deshalb finde ich es erstmal richtig stark, dass du gesagt hast, stopp, ich will jetzt nach Hause. Ich möchte hervorheben, dass dieses Mädchen tatsächlich ja 19 war. Sie war 19, als sie Nein gesagt hat. Und ich fand das so extrem selbstbewusst von ihr auch zu sagen, ja, klar, dass ich mich gar nicht erklären muss. Und damit hat sie so recht. Also ganz ehrlich, so wirklich 100% ehrlich, so sind wir ja hier. Ich hätte mich das mit 19 wahrscheinlich noch nicht getraut. Ich hätte mitgemacht und das habe ich auch oft. Also auch wenn ich vielleicht gedacht habe, na, es ist vielleicht doch nicht so toll oder die Situation passt gerade nicht so gut. Ich habe mich nie bedroht gefühlt, so wie sie jetzt, oder dass es ihr so extrem unangenehm war, weil er ja auch so grob war. Aber ich habe nie Nein gesagt. Vor allem finde ich es ja auch krass von ihm, ja, dass er sagt, so ja, ich muss jetzt noch mal kurz pinkeln, aber davor zeige ich dir noch meinen Schwanz. Richtig, und dann stolz. Hat sie ihn ja. Genau, also mit dem Bewusstsein, dass er ja eigentlich gerade pinkeln muss, sollte sie ihn in den Mund nehmen und dann ist er los, pinkeln, um dann weiterzumachen. Also ich weiß ja nicht, was in seinem Kopf vorgeht, aber das ist doch, also das ist mehr als unerotisch. Mehr als unerotisch. Und wie selbstbewusst auch er jetzt war in dieser Situation. Ja. Also muss man auch sagen, also, mit so einem kleinen Schwanz. Entweder, ja. Also ich meine, nein, auf der einen Seite muss man sagen, kein Mann sollte sich für einen kleinen Schwanz schämen. Er war offensichtlich richtig stolz auf sein Gerät, weil es er davor nochmal gezeigt hat. Und also ich kenne das so von meinem Mann, wenn der aus Klo muss, ist der nicht steif. Er sagt richtig. Halt entweder, er kann pinkeln und dann muss er aber schlaff sein oder er ist steif. Also ich stelle mir halt vor, dass er ihr einen schlaffen Schwanz nochmal so ins Maul gesteckt hat. Und ich finde das richtig widerlich. Also generell, ich habe ein Bild von diesem Typen im Kopf, wo ich denke, du widerlicher Scheißkerl. Dankeschön. Sorry. Also das einzige Wort, was bei mir wirklich auch einfällt, ist widerlich. Also das so ein wahnsinnig alter, also in ihrem Vergleich, ne? Also man muss ja jetzt wirklich diese Situation betrachten, dass er so ein erwachsener alter Mann ist, im Gegensatz zu ihr, und sich so verhält, so unglaublich verantwortungslos. Höchstwahrscheinlich Frau und Kinder daheim. Ganz genau. Hattest du schon mal so eine ähnliche Situation? Nein, hatte ich noch nicht, aber ich habe viele Freundinnen, die das mir in solchen ähnlichen Situationen schon mal geschildert haben. Und das ist was, das trifft mich so tief, wenn ich mitbekomme, dass Mädels, Frauen sexuelle Handlungen mit sich machen lassen, obwohl sie es eigentlich nicht gerne haben möchten in dem Moment. Und ich habe eine Geschichte von einer Freundin, die lässt mich einfach nicht mehr los. Die sie mir, das ist bestimmt schon 3 Jahre her, und die ist trotzdem, sobald ich so eine Geschichte höre, kommt mir sofort das wieder in den Kopf. Die hatte Sex mit einem Typen, den fand sie am Anfang sehr attraktiv. Und dann wurde das so eine Affäre und sie hat dann irgendwie gemerkt, sie findet ihn immer weniger attraktiv. Und er hatte halt ständig Bock. Es gab dieses eine Mal, wo sie einfach keine Lust hatte auf Sex. Und es aber halt, sie hat es auch so beschrieben, über sich ergehen hat lassen. Und sie fand ihn so unattraktiv zu diesem Zeitpunkt, dass sie geheult hat, während er Sex mit ihr hatte. Und sie hat dann so den Kopf weggedreht und halt sich die Tränen aus den Augen gewischt. Und ich kann das nachvollziehen, dass man gerne dem Mann das geben möchte, weil man ihn irgendwie auch mag oder weil man sich denkt, hey, ich habe ja zuerst ihn voll heiß gemacht und ich wollte ja zuerst. Aber einfach Nein sagen und sich einfach anziehen. Und wenn es einen Typen gibt, der dann anfängt, dich zu beleidigen, ist es einfach ein Zeichen von einem ganz schwachen Charakter. Ich fand auch die Reaktion danach so schlimm von ihm, ganz also genau, wie sie jetzt auch geschildert hat, dass er sie angefangen hat zu beleidigen, sich danach wieder entschuldigt hat. Ja, dafür. Das zeigt auch schon, was für ein Idiot das ist. Das zeigt auch wieder, dass sie absolut richtig gehandelt hat und auf ihr Bauchgefühl gehört hat. Ich stelle mir auch die Situation vor, ne? Also er kommt zurück, sucht sie, denkt so, hey, wo ist dein kleiner Knackarsch über meiner Motorhaube? Sie dann, die sitzt angezogen im Auto, und dann stelle ich mir vor, also ich hätte Schiss in ihrem Moment gehabt. Ich hätte ernsthaft Angst gehabt. Genau. Dann vor diesem fremden Mann. Alleine in einem Auto im Wald. Platz. Furchtbar. Nirgendwo auch nur die Möglichkeit, sich an irgendjemanden zu wenden. Und ich glaube, das spielt auch tatsächlich mit irgendwo im Hinterkopf, wenn du Nein sagst zu einem Mann, dass es vielleicht auch ganz anders ausgehen kann und er sich das einfach holt, was er will. Und da war sie ja wirklich wehrlos. Und dann muss man auch wirklich nochmal, möchte ich auch nochmal kurz drauf eingehen,
überlegt es euch dreimal oder viermal, ob ihr zu jemandem ins Auto einsteigt. Anja hatte ja mal so eine Geschichte, hatte sie auch mal hier bei Oh Baby erzählt, dass sie war zwar in keiner bedrohlichen Situation, aber sie hat auch hat überhaupt nichts gepasst zu Hause. Es war auch so eine Tinder-Geschichte, die haben sich kennengelernt, zweimal verabredet und beim zweiten Mal waren sie dann auch bei ihm zu Hause in der WG und das war alles sehr unromantisch und sehr, komm, jetzt lass uns eben mal schnell rübergehen und überhaupt irgendwie ganz schnell, also die ist angekommen, dann haben sie noch nicht mal ihren Wein leer getrunken und dann meint er schon so, komm, lass rübergehen, keine Atmosphäre, die Serie lief irgendwie noch im Fernsehen draußen im Wohnzimmer und sie hat sich auch einfach nicht gut dabei gefühlt und hat dann auch gesagt, so irgendwie so, ich mag nicht, aber irgendwie, das klappt nicht so wirklich und er war dann auch so ein bisschen genervt davon. Ja, die Typen sind auch schnell genervt, wenn die Frau dann keinen Bock mehr hat. Ja, Also ich meine, es ist natürlich auch immer auf der anderen Seite, wenn eine Frau genervt ist und der Mann keinen Bock mehr hat, ist es genauso scheiße. Und es sollte auch kein Mann mit einem schlechten Bauchgefühl Sex mit einer Frau haben. Ich finde auch, jeder Mann merkt, ob die Frau wirklich Lust hat oder ob die Frau mit sich selbst am Hadern ist. Und jeder Mensch muss einfach die Meinung des anderen respektieren. Wenn der andere gerade sagt, irgendwie passt es gerade nicht, alles klar, okay, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal, vielleicht passt es ja beim nächsten Mal. Aber dann so angepisst zu reagieren und das Kacke zu finden, ja, das macht's halt komplett kaputt. Und besseren Sex kriegst du nur dann, oder auch guten Sex, wenn du, ich glaube, das haben wir jetzt hier anhand dieser Geschichte wirklich gut rausgehört, wenn man wirklich auf sein Bauchgefühl hört. Also ich bin wirklich stolz auf sie, dass sie Nein gesagt hat und gesagt hat, ich fand diesen Satz auch so wirklich herausstechend, ich muss mich da jetzt nicht rechtfertigen, ja, warum ich keinen Sex haben möchte. Ja, mega. Also ich würde auch sagen, wir geben dir jetzt hier ein mentales High Five, Girl. Du hast es genau richtig gemacht. Und für jede Frau, die das jetzt hier hört und auch für jeden Mann, wenn ihr merkt vom Bauchgefühl her, es passt nicht, wir geben euch ein mentales High Five, wenn ihr Nein sagt und euch nach Hause fahren lasst oder nach Hause geht. Auf jeden Fall die Geschichte beendet. Isa. Wir haben noch ein kleines Weihnachtsschmankerl für euch. Nächsten Mittwoch. Los. Oh ja. Nächsten Mittwoch geht's ums Kamasutra. Da wird's wieder richtig geil. Wir haben uns durch das Kamasutra gelesen. Ist der Sex damit wirklich besser? Und muss man tatsächlich, ich habe mir das ja immer so vorgestellt, dass man so ein kleines Studium absolvieren müsste, um diese verschiedenen Stellungen und Techniken zu können. Also seid gespannt. Genau, und erstmal so ein Sportprogramm, um sich, genau, um sich irgendwie körperlich auf diese Ebene zu befördern, in der man dann diese Stellungen auch aushält. Und was die Oh-Baby-Community vom Kamasutra hält, das erfahrt ihr nächsten Mittwoch. Bis dahin, kommt doch mal wieder. Oh yeah.